Tiere wissen, wenn wir traurig sind. Sie wissen, wenn wir glücklich sind und sie wissen, wenn wir Hilfe brauchen. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die in Not geraten sind. Und die Tiere kommen, um sie zu retten. Sie verdienen unsere größte Liebe und Zuneigung. Und sie verdienen es, bei Menschen zu sein, die sich um sie kümmern. Manchmal ist das aber nicht der Fall. Manchmal werden Tiere nach Hause gebracht, weil sie süß und knuddelig sind. Aber die Menschen merken nicht, dass die Aufzucht eines kleinen Welpen oft mit der Betreuung eines Kleinkindes vergleichbar ist. Die Tierheime um Sacramento wissen das nur zu gut. Wie überall auf der ganzen Welt sind diese Tierheime überfüllt. Und oft müssen sie außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um sich um alle Tiere in ihren Heimen kümmern zu können. Das bedeutet oft, dass sie Pflegefamilien finden müssen. Chunk war eine dieser unglücklichen Seelen. Meistens werden Tiere ausgesetzt, wenn sie ausgewachsen sind. Ihre Besitzer können dann ihr Verhalten nicht mehr mit ihrer Niedlichkeit entschuldigen. Chunk jedoch war 3 Monate alt, als sie ausgesetzt wurde, was die Geschichte noch viel trauriger macht. Es begann damit, dass sich Feuerwehrmann Mike Thorley auf einen ganz normalen Arbeitstag vorbereitete. Mike war schon seit einigen Jahren Feuerwehrmann und er war außergewöhnliche Rettungsaktionen gewohnt. Er hatte sein Leben der Aufgabe gewidmet, in brennende Gebäude zu stürmen und diejenigen herauszuholen, die seine Hilfe brauchten. Was er nicht wusste, an diesem Tag sollte er einen Welpen retten. Auf der Arbeit begrüßten ihn seine Kollegen und machten die Übergabe von der vorherigen Schicht. Feuerwehrleute haben lange Schichten und schlafen oft über Nacht auf der Wache. Deshalb war die Station sehr gemütlich, mit einer Küche, Schlafzimmern und einem Wohnzimmer mit einem großen Fernseher. Was es natürlich nicht gab, war ein Hund. Die vorangegangene Nachtschicht war eher ruhig gewesen und Mike erwartete nicht, dass es in dieser Nacht anders sein würde. Es gab bestimmte Zeiten im Jahr, in denen die Brände schlimmer waren. Und diese gehörte nicht dazu. Er richtete sich auf eine relativ entspannte Schicht ein und plauderte mit den Kollegen. Als sie jedoch zu einem Einsatz gerufen wurden, musste es schnell gehen. Die Feuerwehrmänner waren darauf trainiert, sich so schnell wie möglich zu bewegen. Sie zogen sich an und rutschten die Stange hinunter. Er und seine Kollegen schnappten sich den Sacramento Fire Engine 14 und machten sich auf den Weg zum Einsatzort. Sie wussten, dass jede Sekunde Verzögerung den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen konnte. Die ganze Aufmerksamkeit richtete sich auf die Straße. Aber Mike drehte zum Glück genau im richtigen Moment den Kopf. Er konnte nicht glauben, was er da am Straßenrand sah. Sie fuhren so schnell vorbei, dass er dachte, er hätte es sich eingebildet, bis ein anderer seiner Kollegen bestätigte, dass er es auch gesehen hatte. Es waren ein paar Leute am Straßenrand, in der Nähe der 12. und North B Street. Das Tier war fast haarlos, angebunden und zu allem Überfluss begann es stark zu regnen. Mike und seine Kollegen wussten, dass sie in diesem Moment nichts tun konnten. Sie mussten zum Brand und zwar schnell. Doch während des gesamten Einsatzes konnte Mike das Bild des Welpen nicht aus seinem Kopf bekommen. Sobald der Einsatz vorbei war, überzeugte Mike seine Kollegen, an der Stelle vorbeizufahren, an der der Welpe angebunden worden war. Die Situation war noch schlimmer, als er dachte. Als er näher kam, konnte er sehen, dass die Vorderbeine des kleinen Welpen geschwollen waren und dass er zitterte. Mike wusste, dass Welpen manchmal ausbüchsten oder im Tierheim abgegeben wurden, weil ihre Besitzer sich nicht um sie kümmerten. Aber das hier war noch viel schlimmer. Jemand hatte das eindeutig mit Absicht getan. Soweit Mike sehen konnte, war der Welpe ein Pitbull, was die Sache noch schlimmer machte. Man muss Welpen helfen, wenn man kann, besonders den Pitbulls, sagte Thorley. Sie werden definitiv diskriminiert. Mike war seit 17 Jahren Besitzer eines Pitbulls. Er wusste, dass die Leute dachten, Pitbulls seien sehr aggressiv. Und er wusste, dass es einige Orte auf der Welt gab, an denen Pitbulls verboten waren. Was er nicht für fair hielt. Pitbulls waren keine aggressive Rasse. Weil es sowas wie eine aggressive Rasse nicht gibt. Die Hunde bekamen einfach einen schlechten Ruf. Und diese Geschichten kamen in den Nachrichten. Es war mitten in der Nacht. Und die Mannschaft wusste, dass die Tierheime wahrscheinlich nicht geöffnet waren. Außerdem sah der kleine Welpe so traurig und unglücklich aus, dass sie ihn wirklich nicht in einem Tierheim abgeben wollten. So nett die Mitarbeiter des Tierheims auch waren, sie wussten, dass er wahrscheinlich Stunden oder Tage lang allein in einem Käfig sitzen würde, weil die Tierheime überlastet waren. Es war eine einstimmige Entscheidung, ihm zu helfen. Und alle packten gemeinsam mit an. Feuerwehrmann Peter Vanderslewis sagte,
dass die Mannschaft sich lieber um ihn kümmerte, bevor sie ihn ins Tierheim brachte. Wir untersuchten ihn und schnitten die Leine durch, mit der er angebunden war. Wir wickelten ihn in eine Decke ein, steckten ihn in das Feuerwehrauto und brachten ihn zum Feuerwehrhaus, wo wir ihm ein kleines Bad gaben, sagte Peter. Sie hatten Glück, dass der Rest der Nacht sehr ruhig war. Und so konnten sie sich ganz der Pflege widmen. Was den Namen angeht, so sagte Thorley, entschieden er und seine Kameraden sich für Chunk. Die Mannschaft sah, dass sie sich schnell mit ihnen anfreundete. Innerhalb weniger Stunden war sie der verspielte Welpe, der sie sein sollte. Sie spielten fast die ganze Nacht mit ihr und brachten ihr etwas Futter und Wasser. Sie schien sich in der Feuerwache recht gut einzuleben. Besonders Mike schien es ihm angetan zu haben, an den sie sich kuschelte. Die Mannschaft beschloss am Morgen, sie nicht gleich in ein Tierheim zu bringen. Wir werden sie für eine Weile bei uns aufnehmen und versuchen, ein Zuhause für sie zu finden, sagte Thorley. Sie beschlossen, sich umzuhören und zu sehen, ob einer ihrer Freunde oder Familienmitglieder einen Welpen wollte. Thorley beschloss, ein Foto von Chunk zu machen und die SMS an seine Frau und seine Töchter zu schicken, die gerade aufgewacht waren. Es wurde sofort nach weiteren Bildern und Videos gefragt, und da es keine weiteren Anrufe gab, kam Mike dem gerne nach. Schließlich wurde beschlossen, dass Thorley selbst den Welpen als Pflegekind mit nach Hause nehmen sollte. Sie hatten ein volles Haus, aber für eine kurze Zeit war das machbar. Die Feuerwache war zwar ein schöner Ort, aber es kamen und gingen viele Leute und es gab viele verschiedene Schichtpläne, sodass Mike entschied, dass es nicht der beste Ort für einen jungen Welpen war, der ständige Zuneigung brauchte. Als Chunk mit ihm nach Hause kam, war es Liebe auf den ersten Blick. Thorleys Frau Carla sagte, dass die Familie, trotz der Verliebtheit ihrer drei Teenager in Chunk, noch keine feste Entscheidung getroffen hatte, ob sie den Welpen nach der Pflegezeit aufnehmen würden oder nicht. Wir haben ein geschäftiges Zuhause mit drei Mädchen und zwei Hunden, sagte Carla und fügte hinzu, dass ihr Mann ein großes Herz hat. Er hat eine große Schwäche für Tiere. Chunk fügte sich sofort in die Familie ein und kuschelte sich an die anderen Hunde oder folgte den Mädchen. Es war, als sei sie schon immer da gewesen. Carla lächelte, als sie Chunk in den nächsten Tagen beobachtete. Sie brachten sie in ein Tierheim, um sicherzustellen, dass sie gesund war. Es stellte sich heraus, dass sie einige Antibiotika brauchte und ständige Pflege im Tierheim oder bei einer Pflegefamilie benötigen würde. Etwa 11.000 streunende, kranke oder verletzte Tiere werden jedes Jahr im Tierheim abgegeben, so Bobby Mann, Sprecher des Tierheims. Das Tierheim kann Chunk und andere Tiere dank Spenden kostenlos versorgen. Ihre Geschichte machte in den Nachrichten die Runde und es dauerte nicht lange, bis Spenden eingingen, um zu helfen. Chunk hatte eine nicht ansteckende Form der Räude, die durch winzige Milben in der Haut verursacht wird. Für die Feuerwehr und die Familie Thorley war das alles jedoch nicht von Bedeutung. Es dauerte nicht lange, bis die Feuerwehr und die Familie Thorley die Entscheidung trafen, Chunk dauerhaft zu behalten. Sie würden sich um sie kümmern und Mike würde sie oft in die Feuerwache bringen. Chunk hatte Glück, aber es gibt viele Tiere, die im Tierheim sitzen und denen ein nicht so glückliches Ende droht. Diese Geschichte erinnert uns auch daran zu spenden, wo wir können, für alle, die sich nicht selbst versorgen können. Vielleicht gibt es ja bald noch eine Hündin, die ein gutes Zuhause sucht. Die Liebe, die Tiere uns im Gegenzug geben, ist jede Spende, die wir geben können, wert.